So, und damit kommen wir dann auch schon zum Abschluss. Schon, haha, es tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat diesmal, aber also ich denke, es ist auch deutlich geworden, dass das halt so ein Thema ist, was schwierig irgendwie in so einer kurzen Zeit zusammenzufassen ist. Und wenn ihr jetzt hier und da sagt, okay, ihr hättet gerne ein bisschen mehr im Detail diskutiert, wie gesagt, dann kann ich mal auf die Further Readings verweisen. Und für alle, die sagen, okay, hey, ich möchte es jetzt tatsächlich selber mal machen, selber mal so ein Modell programmieren, habe ich auch quasi nochmal Further Readings verwiesen und habe auch auf so einen Online-Kurs von mir verwiesen, wo man quasi mit einer Programmiersprache dann direkt selber lernt, solche agentenbasierten Modelle zu programmieren, was jetzt zwar keine Makromodelle sind, aber was sicherlich einen ganz guten Einstieg in die agentenbasierte Modellierung gibt. Ne? Aber bevor ich jetzt auf diese Ergebnis oder auf diese weitergehenden Aspekte eingehen, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt eigentlich wir in den letzten 1,5 Stunden uns angeschaut haben. Ich habe eingeführt die agentenbasierte Makroökonomik, was ein recht junges Feld ist, so ungefähr ab 2000. Aber was, denke ich, schon fair zu sagen ist, was die unmittelbarste Alternative zum modernen Mainstream darstellt. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, die ESG-Modelle fest im Sattel, weit verbreitet in Academia, dann ist wahrscheinlich so die agentenbasierte Makro das, was immer noch am nächsten oder also sage ich mal die unmittelbarste Alternative darstellt, auch wenn es im ökonomischen Mainstream einfach nicht akzeptiert wird. Das kann man, denke ich, schon so sagen. Grundidee ist, dass wir eine künstliche Modellökonomie haben, die wir jetzt simulieren. Diese Modellökonomie ist, in der gibt es eine Gruppe von autonomen Agenten, die unterschiedlichem Typus sind. Von jedem Typus gibt es ganz viele Instanzen, die entscheiden autonom, sind aber trotzdem direkt interdependent. Sie interagieren miteinander über Interaktionsprotokolle, die sozusagen als Spezifizierung des institutionellen Rahmens gedacht werden können, institutionelle Ausgestaltung der Märkte. Und die Gesamtdynamiken ergeben sich durch die explizite Modellierung der Interaktionen von den Agenten und nicht durch a priori Gleichgewichtsdynamiken oder exogene Schocks von außen. Die Tatsache, dass es eigentlich kaum Kommunikation zwischen der agentenbasierten und der DSGE-Welt oder wenig gibt und dass agentenbasierte Modelle auch überhaupt nicht anerkannt sind im Mainstream, denke ich, liegt auch darin begründet, dass man sie metatheoretisch klar voneinander abgrenzen kann. Bei DSGE-Modellen handelt es sich um mathematische Modelle, wo wir optimierende Agenten haben, wo wir ein allgemeines Gleichgewicht ist, wo die Analyse darauf aufbaut, wir beweisen die Existenz von einem allgemeinen Gleichgewicht. Wir untersuchen dann, wie exogene Schocks sozusagen durch die Modellökonomie propagieren. Während wir es bei agentenbasierten Modellen mit algorithmischen Modellen zu tun haben, wo wir keine optimierenden Agenten haben, sondern die Agenten eben quasi gegeben der lokalen Informationen interagieren müssen aufgrund von Heuristiken oder von Routinen. Das Ganze ist also konstruktiv und die Agenten sind beschränkt rational. Sie können gar nicht optimieren. Wir hatten ja in der evolutorischen Ökonomik zum Beispiel bei Firmen diese schöne Unterscheidung zwischen Profit Maximizing und Profit Seeking. Natürlich möchten die Firmen auch hier zum Beispiel möglichst hohe Profite machen, aber sie müssen das mit den Informationen machen, die sie haben, ne? Und manchmal ist es nah dran an so einem optimierenden Verhalten. Ich erinnere da nochmal an die Firma, die zum Beispiel Surveys unter möglichen Konsumenten macht und die so ein lineares Regressionsmodell nutzt, um quasi Marktgröße in der Zukunft zu bestimmen. Das ist alles, wo die Firma schon irgendwie sehr, sehr clever agieren kann und gute Schätzwerte bekommen kann, aber es ist trotzdem konstruktiv. Ja? Man muss nicht von außen irgendwie der Firma Informationen geben, die sie gar nicht hat, beziehungsweise annehmen, dass sie die irgendwoher bekommt. Ja? Auch ist der Fokus eben sehr stark auf endogenen, generativen Dynamiken und weniger auf der Propagation von exogenen Schocks. Das Ganze geht damit einher, dass man in agentenbasierten Modellen enorme repräsentative Kapazitäten hat. Man kann extrem viele Sachen konstruktiv darstellen, aber dadurch, dass sie halt nicht so ein, sag ich mal, so ein starre Gleichgewichts-Disziplinierungsdevice haben, dadurch, dass man so viele Möglichkeiten haben, ist sind ja natürlich sehr flexibel. Es gibt viele Freiheitsgrade. Man muss sehr genau beschreiben, was man da tut, und die Modellverifikation, dadurch, dass es Simulationsmodelle sind, ist einfach verhältnismäßig schwer. Also da hatten wir diesen Trade-off zwischen Validierung und Verifizierung nochmal angesprochen. Bei agentenbasierten Modellen zahlt man halt eben für diese repräsentativen Kapazitäten und diese Möglichkeit der sehr umfangreichen Validierung zahlt man natürlich mit Abstrichen bei der Modellverifizierung. Das ist einfach so.
Gleichzeitig gibt es auch da irgendwie coole Ideen. Ja, wir hatten das Beispiel hier mit der Stockflow Consistency gesehen, wo wir auch so ein Disziplinierungsdevice haben, was natürlich auch irgendwie deutlich nachvollziehbarer oder, sage ich mal, deutlich relevanter ist als jetzt oder ja, konstruktiver auch irgendwie ist als so eine a priori Gleichgewichtsannahme. Nichtsdestotrotz, was halt bei agentenbasierten Modellen da eben fehlt, ist sozusagen dieser wirklich dieser starre gesamttheoretische Frame, der halt natürlich Probleme hat, aber auf der anderen Seite halt auch so die Interaktion innerhalb der Wissenschaftscommunity erleichtert. Dementsprechend haben wir auch bei den agentenbasierten Modellen halt eine relativ hohe Heterogenität. Wir haben von diesen Familien gesprochen, wo die Modelle eben alle untereinander ähnlich sind, aber zu anderen verschieden, haben in dem Anwendungsbeispiel dieses Keynes-Mietz-Schumpeter-Modell ein bisschen genauer gesehen, das Grundmodell, was sozusagen Ausgangspunkt für die Keynes-Mietz-Schumpeter-Familie ist. Dieses andere Modell, was wir kennengelernt haben, gehört dazu nicht und das hat man auch direkt gesehen. Das ist ein bisschen anders, hat ein bisschen anderen Fokus, mehr so auf Interaktion mit Finanzmärkten, monetäre Makroökonomik, dafür weniger diese evolutorischen Wurzeln mit den Selektionsmechanismen. Also wo man einfach sieht, so diese verschiedenen Familien haben halt unterschiedliche Schwerpunkte auch. Dennoch kann man sagen, dass es schon so einen gemeinsamen Kern gibt. Die meisten agentenbasierten Modelle umfassen verschiedene Agentenklassen, verschiedene Märkte. Wir haben eigentlich immer Haushalte, wir haben immer Firmen, manchmal Unterscheidungen zwischen Konsum- und Kapitalgutfirmen. Wir haben häufig Banken, eigentlich noch häufiger eine Zentralbank. Auch Staaten spielen häufig eine Rolle. An Märkten, Klassiker sind Konsumgütermarkt, Kapitalgutmarkt, Arbeitsmarkt, Finanzmarkt oder auch eben Finanzmärkte, je nachdem, was die Modelle so hergeben. Aber wie genau jetzt die einzelnen Bereiche modelliert werden, hängt eben sehr stark vom Fokus des Modells und vom Erklärungsanspruch ab. Und da sind wir jetzt wieder beim Construal. Ja, also es ist auch einfach, wenn man selber so ein Modell baut, ist es einfach sehr gut, da sehr explizit zu sein, sich möglichst dieser analytischen Sprache der Wissenschaftsphilosophie vom Anfang zu bedienen, um eben deutlich zu machen, was soll das Modell leisten, was ist der Erklärungsanspruch, wofür ist es gedacht, wofür ist es auch nicht gedacht. Ne? Wir hatten da Unterschieden zwischen diesen Small, Medium, Large-Scale-Modellen. Small, wo man oft nur Firmen und Konsumenten haben, die eben sehr fokussiert sind. Medium-Scale, wo wir mehrere Agententypen haben, sowas wie das Keynes-Mietz-Schumpeter-Modell oder auch das Kajani-Modell. Large-Scale-Modelle, wo wir jetzt hier nicht drüber gesprochen haben, wo wir uns so vorstellen können, dass jeder einzelne dieser Design-Aspekte, die wir gesehen haben, sehr detailliert und sehr ausführlich modelliert wird, wo wir in der Regel viele Regionen, viele Länder, extrem viele Agenten haben, wo das Ganze dann einfach extrem komplex wird. Ne? Wir haben auch da die Unterscheidung zwischen Modellen, die jetzt nur die kurze Frist betrachten, wo dann sowas wie technologischer Wandel natürlich nicht so eine Rolle spielt. Modelle wie das Keynes-Mietz-Schumpeter-Modell, die eigentlich kurze und lange Frist sozusagen verbinden wollen. Wir haben Modelle für einzelne Länder, für viele Modelle oder halt eben auch Modelle, die sich unterscheiden lassen nach dem thematischen Fokus. Finanzmärkte logischerweise nach der Finanzkrise ein großes Thema, auch weil es eben agentenbasierte Modelle gab, die vorher schon auf die Risiken der Finanzkrise hingewiesen haben. Es gab, hat natürlich auch so einen Credibility-Schub gegeben, insbesondere auch außerhalb der Akademie. Irgendwie Modelle, die mehr so auf technologischen Wandel oder Experimente für Politikmaßnahmen eine Rolle spielen. Auch Klimapolitik wird immer relevanter. Auch da ist eben ja, dieses flexible Modellierungsframework gibt da erlaubt da eben viele Möglichkeiten, die sich die jetzt in so einem eher starren Gleichgewichtsrahmen so nicht zu berücksichtigen sind. Insgesamt denke ich, ist es ein sehr spannendes Forschungsfeld, es ist sehr interdisziplinär, dadurch, dass man eben sich oft auf der Mikroebene gerade an so den Spezialisten-Disziplinen orientiert, es ist plural. Keynes-Mietz-Schumpeter ist, finde ich, dafür ein gutes Beispiel, wo man Elemente aus verschiedenen Paradigmen zusammennimmt. Und es ist halt auch in dem Sinne spannend, weil es, glaube ich, wirklich so eine Herausforderung auch für den Mainstream darstellt. Klar, in der Regel werden Erklärungen durch agentenbasierte Modelle einfach aufgrund der anderen epistemologischen Herangehensweise vom Mainstream nicht akzeptiert. Dinge werden auch in den Top-Journals nicht publiziert. Aber auch gerade so in der Praxis werden sie halt immer gefragter, weil dann einfach viele merken, okay, krass, man kann mit diesen Modellen schon viele spannende Sachen machen. Und gerade auch so in Zentralbanken werden sie immer beliebter und natürlich kein Vergleich zur Rolle von DSGE-Modellen im Moment, aber wenn man sich mal überlegt, wie jung dieses letztendlich dieser Ansatz ist, dann ist es schon beeindruckend und vor allem, wenn man auch berücksichtigt, an DSGE-Modellen arbeiten ja extrem viele Leute. Also ich habe mal von
von einem bekannten Vertreter von ABMs gehört, der hat das so verglichen, was die Personenstunden pro Jahr angeht. So die Personenstunden pro Jahr, die in die SGI-Modelle fließen, sind ein Vielfaches von dem, was in agentenbasierte Modelle fließen. Und dafür sind agentenbasierte Modelle schon ganz schön weit in dem, was sie da geleistet haben. Und ich denke, es ist auch gerade wegen der Interdisziplinarität und der Pluralität, denke ich, eine Methode, die gerade so für die sozioökonomische Forschung sehr, sehr spannend ist, die aber leider natürlich auch mit relativ hohen Eingangshürden einhergeht, ne? Also man muss halt dafür programmieren lernen. R bietet sich an. Ich persönlich mache das immer in Python, das ist eine andere Programmiersprache, die noch ein bisschen genereller ist. Aber das ist dann auch nicht so schwer zu lernen, wenn man das eine Programmiersprache gut kann. Und wie gesagt, es geht in R auch. Also zum Beispiel das Kane-Smith-Schumpeter-Modell war ursprünglich in R geschrieben. Aber man muss halt erstmal programmieren lernen. Das ist eine große Hürde und dann ist es halt einfach wirklich nicht so einfach, diese Dinge zu bauen. Also es ist nicht trivial, aber ich denke, es lohnt sich, es macht viel Spaß. Man lernt extrem viel über ein System, wenn man versucht, es agentenbasiert nachzubauen, weil man auch so die unterschiedlichen Ebenen alle mit betrachten muss. Und ich habe schon gesagt, wenn euch das irgendwie interessiert, Freude macht, ich habe das auch verlinkt auf meiner Homepage. Gibt es einen Link zu einem jetzt schon etwas älteren Online-Kurs, den ich gemacht habe, Einführung in die Programmiersprache Python, wo es am Ende darum geht, eben auch einfache agentenbasierte Modelle zu bauen, die jetzt zwar nicht makroökonomisch sind, aber also jetzt viele von den Leuten, die jetzt bei mir oder bei uns im Institut gerade in Linz auch promovieren in dem Bereich, die haben damit gestartet und sind dann sozusagen übergegangen zu den makroökonomischen agentenbasierten Modellen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Strategie. In dem Sinne, hier steht mal wieder eine große, spannende Welt offen und ich hoffe, ich habe sie ein bisschen attraktiv gemacht und in jedem Falle hoffe ich, dass es ein spannender Einblick war in ein in jedem Fall bemerkenswertes und mit Sicherheit sehr zukunftsträchtiges Forschungsgebiet. In diesem Sinne, schöne Woche noch, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.